dass Horrorfilme, die damals gelaufen sind, ein Remake bekommen, das ist eigentlich recht häufig mittlerweile. Und genauso wie den Film, den wir uns heute in der Filmkritik anschauen wollen, nämlich Poltergeist. Geht gar nicht, dass wir hier leben. Ach, komm schon. Das sind Stromleitungen. Entspann dich. Ich spüre schon, wie sich Tumore bilden. Ihr kriegt niemanden Tumor. Oh, wow, okay. Schön langsam, bitte. Ich habe einen hochmotivierten Verkäufer. Willst du einen Trick sehen? Was für ein Trick? Mom, wir wollen das Haus! Ich glaube, langsam geht's aufwärts. Sieht aus, als kommt ein Sturm. Führ dich nicht auf wie ein Baby, Griffin. Keine Angst. Wie willst du herkommen? Mit wem redest du? In der Poltergeist geht es um Eric Bone. Der muss nämlich mit seiner Familie zwangsweise in eine andere Stadt, in ein neues Haus ziehen, da der nämlich seinen Job verloren hat. Das Haus ist eigentlich recht günstig, deshalb zu einem Schnäppchenpreis haben sie es bekommen, doch warum das so günstig ist, das müssen sie später herausfinden. Nämlich mittlerweile häufen sich die Vorfälle in ihrem neuen Heim und es wird von Dämonen und Geistern besessen. Die Dämonen und Geister schließen sich zusammen und werden zu dem Poltergeist. Wie es weitergeht und was sonst noch so passiert, das erfährst du natürlich im Film. Der Film erfindet hier das Horrorgenre definitiv nicht neu. So siedelt der Film sich im Haunted House Genre an und das Mädchen der Familie, das jüngste von denen, wird plötzlich vom Haus sogenannt verschlungen bzw. in die Geister- und Dämonenwelt entführt und dort muss die Familie mit anderen Dämonologen und Geisterexperten versuchen, das Kind wieder rauszuholen. Dabei ähnelt der Film eigentlich recht schon der Insidious-Reihe, das heißt, wer die Insidious-Reihe kennt, der weiß, der erste und auch der zweite Teil ähneln hier ziemlich diesem Film. Dadurch erfindet der Film einfach das Rad nicht neu und so kommen auch viele Effekte, die versuchen irgendwie die Spannung, aber auch gleichzeitig das Gruselfeeling rüberzubringen, nicht gut daher, dadurch, dass man die anderen auch schon mal irgendwo gesehen hat. Das heißt, hier wird nicht irgendwie was Phänomenales, Neues gemacht, hier wird viel gemischt und das macht eigentlich auch den ganzen Effekt so ein bisschen her, dass hier nicht nur sich auf eins fokussiert wird oder irgendwie viele Effekte genauso sind wie die anderen, sondern hier wird ein bisschen was gemischt und das macht definitiv Laune. Gruselig ist der Film dennoch irgendwie nicht besonders. Wovon der Film dennoch lebt, ist die ganze Atmosphäre und die hält, so sagen wir, eine ganze halbe Stunde, vielleicht auch eine Dreiviertelstunde des Films an, doch dann plötzlich fängt der Film so ein bisschen an, sich ins Ende zu reißen, das heißt, der zerfällt, der baut ziemlich viel ab, dadurch, dass der Film hier versucht, am Ende nur noch irgendwie lustig, aber gleichzeitig effektvoll daherzukommen, das heißt, wir werden am Ende wenig Gruselfaktor sehen, das heißt, wir werden uns nicht mehr erschrecken, wir werden uns nur noch wundern, was hier eigentlich für ganze Effekte und Explosionen mit reingebracht werden und da holt der ganze Film das irgendwie am Ende nicht mehr raus, sondern baut ein bisschen ab. Das macht den ganzen Film meiner Meinung nach ziemlich kaputt, weil der am Anfang doch eine recht gruselige Stimmung hatte. Schauspielerisch ist der Film doch ganz ansehnlich und reißt hier so ein bisschen das Ruder noch rum, auch wenn die Story natürlich nicht grandios und brillant ist und die oft man schon irgendwo gesehen hat. Dennoch machen die drei Kinder das richtig gut. Der Junge, der ist mir besonders gut aufgefallen, der macht das einfach emotionsvoll und in dem Alter sieht man das recht wenig. Beispielsweise in der Babadook sehen wir nochmal auch den Jungen, der das wirklich richtig gut auf die Leinwand bringt und das versucht der Film hier richtig gut auszunutzen und reißt das Ruder auch irgendwie nochmal so ein bisschen rum. Am Ende muss ich sagen, ist der Film weder grandios geworden noch irgendwie trashartig. Das heißt, der siedelt sich so ein bisschen in der Mitte an. Hat man nicht häufig, weil meistens ist er entweder ganz schlecht oder wirklich richtig gut. Doch hier muss man sagen, haben wir auch Sam Rockwell, der ja eigentlich ein Schauspieler ist, der meistens ziemlich gute Filme abdreht. Das heißt, wir haben hier einen ziemlich guten Cast oder einen Teil eines guten Casts haben wir mit drin und das macht richtig viel Laune, wenn wir beispielsweise auch Vera Farmiga in einem Horrorfilm haben, die einfach schauspielerisch den ganzen Film auch tragen können. Das macht hier Laune. Dennoch ist der Film nichts Neues. Das heißt, wir verbinden
verbinden den Film, oder ich habe ihn mit Insidious verbunden. Das Genre ist genau dasselbe Haunted House Genre. Er versucht hier ein bisschen was mehr zu machen, doch irgendwie gleicht er doch anderen Filmen ziemlich ähnlich. Das heißt, man hat das Gefühl, das Ganze schon mal gesehen zu haben. Am Ende reißt er sich doch eher so ins Schlechte, was den Film auch nicht gerade besser macht. Und zum Erschrecken ist der Film hier definitiv auch nicht. Er versucht zwar am Anfang mit Atmosphäre, dass auch wirklich gut klappt. Wie gesagt, 45 Minuten des Films funktionieren wirklich gut am Anfang. Doch dann versucht der Film irgendwie wenig Schockreife mit reinzubringen, sondern eher ein bisschen Action, bisschen Effektemacherei. Und das macht irgendwie den Film nicht gerade zu einem besseren. Daher bekommt der Film leider von mir nur 5,5 von 10 möglichen Punkten. Ist ein Film, der siedelt sich so ein bisschen in der Mitte an. Das heißt, kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Wie gesagt, wenn man Fan dieser Genre-Reihe ist, das House Haunted House Genre und beispielsweise Insidious schon gesehen hat, dem muss ich sagen, da lohnt der Film sich nicht nochmal, die sich wirklich anzuschauen. Das heißt, wenn ihr ihn irgendwie mal über Amazon Prime beispielsweise in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt schauen könnt, dann guckt ihn euch an. Aber wie gesagt, Bäume ausreißen tut der Film definitiv nicht. Und deshalb hier so ein Mittelmaß, 5,5 von 10 möglichen Punkten. Damit bin ich durch mit meiner Filmkritik zu der Poltergeist. Welcher Meinung seid ihr? Habt ihr ihn bereits gesehen? Sagt ihr, ist ein guter Film oder ja, muss man ihn doch nicht so gucken? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jedes Kommentar in die Richtung würde ich mich freuen. Und damit bin ich, wie gesagt, durch. Wir sehen uns in der nächsten Filmkritik wieder und bis dahin, weiterschauen.